بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، fangen inshallah an Seite 54, die Wahrhaftigkeit, und Bruder Jan fängt an. Tfaddal. Wahrhaftigkeit der Rede, ein Zeichen von Würde, Vornehmheit der Seele, Reinheit der Gesinnung, Erhabenheit der Entschlossenheit, Scharfsinnigkeit des Verstandes, ein Bote der Zuneigung zu den anderen, Glück der Gemeinschaft und Aufrechterhaltung der Religion. Also hier beschreibt der Scheich, was überhaupt Wahrhaftigkeit ist. Wir hören ja oft, dass man wahrhaftig sein soll bei der Sprache, dass man halt wahrhaftig sein soll in der Tat, wenn man eine Tat begeht. Das heißt, dass man kein Spiel spielt, sondern dass man wahrhaftig ist. As-Sidq. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Wahrhaftigen, As-Sidqin. Deswegen spricht er hier über die Wahrhaftigkeit in der Sprache. Wahrhaftigkeit der Rede. Die Wahrhaftigkeit in der Rede ist ein Zeichen von Würde. Das heißt, jemand, der wahrhaftig ist, während er mit den Leuten spricht, während er die Leute lehrt, ist jemand, der Würde trägt. Es ist eine Vornehmheit der Seele. Es ist eine Reinheit der Gesinnung. Jemand, der wahrhaftig ist, ist rein von seinem Herzen her. Und jemand, der nicht wahrhaftig ist in seiner Sprache und seiner Art und seinem Benehmen und seinem Verhalten gegenüber den anderen, dieser ist jemand, der irgendwas in sich hat, was nicht gesund ist. Deswegen diese Sachen, die passieren von Leuten, die lügen, die betrügen, die Lügen verbreiten, die Betrug verbreiten, das sind Leute, die sind einfach nur krank in ihrem Herzen. Weil ein wahrhaftiger, gläubiger Muslim macht sowas nicht und verbreitet sowas auch nicht. Dann sagt er, Erhabenheit der Entschlossenheit. Jemand, der wahrhaftig ist, ist entschlossen, eine Sache zu begehen. Deswegen ist er wahrhaftig dabei. Scharfsinnigkeit des Verstandes. So sollte ein Wahrhaftiger sein, dass er scharfsinnig ist in seinem Verstand. Und die Wahrhaftigkeit ist ein Bote der Zuneigung. Jemand, der wahrhaftig jemanden liebt, ist auch in seiner Barmherzigkeit und seiner Zuneigung dementsprechend dieser Person gegenüber. Glück der Gemeinschaft und Aufrechterhaltung der Religion. Das heißt, wenn die Menschen wahrhaftig zueinander sind, die Muslime, dann werden sie auch Glück haben in der Jama'a, in der Gemeinschaft. Heute aber ist es das Gegenteil. Die Lüge ist die Grundlage. Wahrhaftig zu sein ist etwas Besonderes. Wenn jemand wahrhaftig ist, dann sagen wir, Masha'Allah, das ist jemand, der besonders ist. Aber eigentlich ist das die Regel, dass man wahrhaftig ist. Aber heute lügt jeder. Der Herrscher lügt, die Minister lügen, das Volk lügt. Der Herrscher lügt das Volk lügt den Herrscher an und so weiter. Der Lehrer lügt seine Schüler an, die Schüler lügen ihren Lehrer an. Eltern lügen ihre Kinder an, die Kinder lügen ihre Eltern an und so weiter. Und wenn man wahrhaftig ist, dann beschützt man auch die Religion. Denn die Religion wird nur mit Wahrhaftigkeit geschützt. Taib, was sagt er weiter? Deswegen ist die Wahrhaftigkeit eine individuelle Pflicht. Fakt 1. Und welch ein Misserfolg ist dem beschieden, der sie vernachlässigt. Und wer dies tut, fügt seiner Seele und seinem Wissen Schaden zu. Also Wahrhaftigkeit ist eine Pflicht für jeden. Fardu Ain auf Arabisch. Es gibt Fardu Kifaya und Fardu Ain. Fardu Kifaya ist eine Pflicht, die nur für eine Gruppe von Muslimen bestimmt ist. Zum Beispiel das Aneignen von den Wissensarten, die wir so kennen. Musalah al-Hadith, Usul al-Fiqh, Nahu und so weiter. Diese Wissensarten, die man halt lernt irgendwann mal. Diese Wissensarten müssen eine Gruppe von Menschen lernen. Wenn sie es nicht machen, dann fallen alle Muslime in Sünde. Aber solange sie es machen, sind die anderen Muslime davon befreit. Fardu Ain aber, die individuelle Pflicht, ist eine Pflicht, die jeder machen muss. Wie zum Beispiel das Gebet, 5-mal am Tag. Das muss jeder machen.
Man kann nicht hingehen und sagen, okay, wenn das eine Gruppe macht, dann sind die anderen davon befreit. Nein, das muss jeder machen. Und genauso wahrhaftig sein ist eine Pflicht für jeden. Für den Herrscher, für den Gelehrten, für den normalen Bauer, für den Lehrer, für die Mutter, für die Ehefrau, für den Ehemann. Wahrhaftigkeit ist Pflicht. Im Umkehrschluss verstehen wir was? Wenn eine Sache Pflicht ist, was verstehen wir davon? Was ist dann das Unterlassen dieser Pflicht? Es ist eine Sünde. Das ist eine Regel, ja, in der Scharia. Al-amru bishay'i nahyun an diddi. Wenn Allah etwas gebietet, etwas zur Pflicht erlegt, dann ist das Unterlassen dieser Pflicht eine Sünde. Das Gegenteil davon, das heißt das Unterlassen, ist dann dementsprechend eine Sünde. Was sagt er weiter? Al-Awza'i, ja? Wie gesagt, verzeiht mir oder verzeiht uns, ja, ne, und den und denjenigen, die das so übersetzt haben, aber wie gesagt, die Geschwister, die haben halt einfach das übersetzt, was der Sheikh geschrieben hat. Und deswegen fallen sehr viele Namen, die man so zum ersten Mal hört. Bukhari kennt man ja, Muslim, Abu Huraira, Muad ibn Jabal, Abu Bakr, Umar. Aber so welche Namen, die kennt man halt nicht so sehr. Deswegen sage ich euch immer, wie die Namen heißen. Das ist Al-Awza'i. Das ist auch einer der Imame der Salaf. Imam Al-Awza'i. Was sagte er? Möge Allah, der Erhabene, sich seiner erbarmen, sagte: Lerne die Wahrhaftigkeit, bevor du das Wissen lernst. Allahu Akbar. Aywa, was sagt er weiter? Und Waqi' ibn al-Jarrah ist das. Das ist der Sheikh von Al-Shafi'i, Imam Shafi'i. Möge Allah, der Erhabene, sich seiner erbarmen, sagte: In diesem Gewerbe steigt nur ein Wahrhaftiger auf. Subhanallah. Das heißt, lerne die Wahrhaftigkeit, bevor du das Wissen lernst. Warum? Wer kann mir dazu was sagen? Warum soll man die Wahrhaftigkeit vor dem Wissen lernen, laut Al-Awza'i? Wer kann mir dazu was sagen? Lasst mal eure Gedanken etwas freien Lauf. Abdurrahman. Man sollte erstmal sich im Klaren sein, dass man etwas lernt. So zum Beispiel, man weiß, man lernt jetzt und man kann es danach auch anderen Menschen zeigen, wahrhaftig und ohne einer Lüge. Aha, sehr gut, genau. Was sollst du sagen, Mustafa? Ja, auch das Gleiche, dass wenn du wahrhaftig bist, gehst du bestimmt mit einer gewissen Verantwortung an alles dran. Okay, ja. Wir haben ja gesagt, wenn man wahrhaftig ist, ist das Herz auch rein. Mhm. Und dann sind die Absichten noch sauber. Und die Taten werden ja nach den Absichten gemessen. Richtig, genau, ja. Wir haben auch gesagt, dass wir von einem Lügner, auch wenn er Wissen hat, nicht lernen sollen. Aha, seht ihr? Weil wir sehen das heute. Heute gibt es Gelehrte, nicht nur kleine Gelehrte, sondern wirklich große Gelehrte, die lügen über den Islam. Dann sagt man, Subhanallah, wie geht das? Er ist auch ein Gelehrter. Wie kann das sein, dass er lügt? Weil er die wahrhaftig, er hat Wissen angeeignet, ja. Aber er hat vergessen, wahrhaftig zu sein dabei. Er hat vergessen, wahrhaftig zu sein bei der Überbringung des Wissens. Ansonsten wird er ein Lügner sein. Ansonsten wird er die Religion und das Wissen, was er gelernt hat, verraten. Wegen ein paar Dollar, wegen einem Herrscher, wegen einem Präsidenten, wegen und so weiter. Und man soll uns auch nicht das Märchen erzählen von wegen, ja, dieser Gelehrte, der Arme, kann sein, dass er unterdrückt ist. Sheikh Al-Albani, rahimahullah, was sagt er? Er sagte, wenn du nicht die Möglichkeit hast, als Gelehrter, als Prediger, die Wahrheit zu sagen, dann sag nichts Falsches. Richtig oder nicht? Ja, nee, wenn du unter Druck stehst, wenn du Probleme hast, okay, aber dann sag keine Lüge. Sprich keine Lüge, lüge nicht über den Islam. Weil da gilt nicht die Entschuldigung von wegen, er wird unter Druck gesetzt vom König oder vom Präsidenten und so weiter und er wird ihm wird gedroht, dass man ihn tötet, dass man seine Kinder kidnappt und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass diese Leute nicht dazu in der Lage sind, diese Könige und Präsidenten, vor allen Dingen jetzt in Saudi-Arabien. Ja, die sind dazu in der Lage, dass sie wirklich das Schlimmste machen. Dass sie Kinder kidnappen, die Frau kidnappen, Frau vergewaltigen lassen, Kinder vergewaltigen lassen. A'udhu billah, das machen sie. Wenn sie schon Gelehrte ins Gefängnis reingesteckt haben und Gelehrte foltern, Tag über Tag und bis zum Tod, dann können sie das auch machen. Ja?
Alles okay? Okay. Versteht ihr? Das ohne Frage. Aber das ist kein Grund zu sagen, okay, der Gelehrte darf lügen. Nein, er muss die Wahrheit sagen. Weil bevor du ein Gelehrter sein möchtest, oder ein Prediger sein möchtest, ein Talibul Ilm sein möchtest, dann musst du dir wirklich intensiv Gedanken darüber machen, dass du geprüft wirst. Und dass du an eine Stelle kommst, wo du die Wahrheit sagen musst. Auch wenn es deine Ehre kostet oder dein Geld oder sogar dein Leben. Versteht ihr? Deswegen sagte er, dass man erstmal wissen muss, dass man diese Botschaft nicht tragen kann, bis man wirklich wahrhaftig ist. Das ist damit gemeint, Wallahu A'lam. Al-Waqi', was sagte er? Er sagt, in diesem Gewerbe steigt nur ein Wahrhaftiger auf. Das heißt, im Wissen steigt nur jemand auf, der wahrhaftig ist. Und im Umkehrschluss bedeutet das, was? Dass derjenige, der wahrhaftig ist, nicht aufsteigt. Mustafa, hast du noch Bücher da? Ja. Guck mal, dass sie, ich glaube, 1, 2, 3, hol mal die ganzen Bücher und dann gibst du dem Bruder Said ein Buch und den Rest gibst du an die Schwestern, sollen die unter sich verteilen. Barakallahu fik. Taib. Das heißt, wenn jemand nicht wahrhaftig ist, dann wird er im Wissen nicht aufsteigen, sondern im Gegenteil, er wird runtergehen. Und diese Gelehrten heute, sie werden verflucht von den Muslimen. Sie werden belacht, sie werden nicht ernst genommen. Jetzt das Letzte, was sie gesagt haben, sie haben gesagt, Ikhwan Muslimin, ist ja eine Gruppe von den Gruppen des Islam, sie sind terroristisch, sie sind eine Terrororganisation, die sind schlimm und die müssen getötet werden und verfolgt werden und. A'udhu billah. Eine Fatwa gegen Muslime, Ikhwan Muslimin sind ja nicht gerade wenige, gibt es sehr viele, verteilt in den muslimischen Ländern, sogar hier in Europa. Okay, es gibt Sachen, wo wir Meinungsverschiedenheit haben mit den Ikhwan Muslimin, keine Frage. Aber das bedeutet nicht, dass wir sie zu einer Terrororganisation erklären, dass wir die Fatwa geben, dass sie getötet werden dürfen und verfolgt werden dürfen und so weiter. Möge Allah uns bewahren. Taib, was sagt er weiter? So lerne, möge Allah dich deiner erbarmen, Wahrhaftigkeit, bevor du dir Wissen aneignest. Wahrhaftigkeit ist eine Redeweise, die mit der Realität und der Überzeugung übereinstimmt. Also was ist Wahrhaftigkeit? Es ist eine Redeweise. Es ist eine Tat, es ist eine Niyyah im Herzen, die mit der Realität und der Überzeugung übereinstimmt. Das ist As-Sidq. Ja? Das heißt, dass das, was in dir ist, mit dem übereinstimmt, was du nach außen trägst. Und was ist Heuchelei, das Gegenteil? Genau das Gegenteil. Das heißt, dass du nach außen etwas trägst, was du in deinem Herzen nicht besitzt. Was sagt er weiter? Denn die Wahrhaftigkeit stammt von einem Ursprung im Gegensatz zur Lüge, von der es unterschiedliche Sorten, Schattierungen, Methoden und Wege gibt, die unter drei Arten zusammengefasst werden können. Okay, schau nur, Jan, Jazakallah Khairan, dass du noch lauter liest. Also, die Wahrhaftigkeit ist eine, die Lüge aber ist unzählig. Mit so viele Fassaden und so viele Arten und so viele Wege. Und das ist auch ein Prinzip oder ein Zeichen, womit wir die Wahrhaftigkeit oder die Wahrheit allgemein von der Lüge unterscheiden können. Wie können wir die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Indem wir wissen, dass die Wahrheit nur eine ist. Und die Lüge ist unzählig. Deswegen sagt er hier, die Lüge, es gibt drei Arten der Lüge. Bismillah. Erstens, die Lüge des Schmeichlers. Sie steht im Widerspruch zur Realität und zur Überzeugung. Ein bisschen lauter, Bruder. Wie etwa jemand, der einem schmeichelt, von dem er weiß, dass er ein Frevler oder Mubtadi ist und ihn als aufrichtig beschreibt. Also die erste Lüge ist die Lüge des Schmeichlers. Oder wie wir Jugendliche sagen würden, die Lüge des Schleimers. Jemand, der schleimt, der schmeichelt, der... Das ist eine Lüge, die im Widerspruch zur Realität und zur Überzeugung steht, weil Al-Kadhib sagt man Khilaful Waqi'. Al-Kadhib huwa Khilaful Waqi'. Das ist die Definition von Lüge im Islam oder in der Logik. Ja? In der Logik, im Mantiq oder allgemein, ist die Lüge
das Gegenteil der Realität. Ja, der Bruder hat eine schwarze Hose, du sagst, er hat eine weiße Hose an. Er hat eine schwarze Hose an. Du sagst, nein, er hat eine weiße Hose an. Das ist eine Lüge, weil das, was du gesagt hast, im Widerspruch steht zu dem, was wirklich ist. Wie etwa jemand, der einen schmeichelt, von dem er weiß, dass er ein Frevler oder Mubtadi ist und ihn als aufrichtig beschreibt. Das heißt, da ist ein Frevler, jemand, der Großsünden offenkundig betreibt oder begeht. Ein Mubtadi, ein Erneuerer, ein Khariji, ein Shi'i, ein Sufi, ein und so weiter. Und man sagt, nein, das ist ein Mashallah, ein Imam, das ist ein Sheikh und das ist eine Lüge. Damals gab es einen Kopf der Khawarij hier in Deutschland, ja? Und dann hat man eine Person über diese Person, über diesen Kopf der Khawarij, ja? Also diesen Mubtadi, diesen Erneuerer, gefragt. Und hat ihn einer gefragt, stimmt das, dass er so und so ist? Und sagt er, nein, das stimmt nicht, das ist unser Bruder, er ist so, er ist so, er ist so. Obwohl er ganz genau weiß, dass es nicht so ist, hat er gelogen. Warum hat er gelogen? Damit er ihm schmeichelt. Damit er von ihm nicht getadelt wird. Weil es dann heißt, hey, warum hast du über mich so schlecht geredet? Versteht ihr? Deswegen, der Wahrhaftige, der sagt über den Mubtadi, dass er ein Mubtadi ist. Auch wenn er sein eigener leiblicher Bruder ist. Weil das ist Religion, Achi. Das ist nicht Handel oder komm, lass mal meine Couch aufbauen oder meine Küche aufbauen. Das ist Religion. Und in der Religion musst du wahrhaftig sein, musst du die Wahrheit sagen. Auch wenn es gegen dich ist. Genau, was sagt er weiter? Und die zweite Lüge? Die Lüge des Heuchlers. Sie steht im Widerspruch zur Überzeugung, stimmt aber mit der Realität überein. Wie etwa ein Heuchler, der die Worte der Leute der Sunna und der Rechtsleitung spricht. Aha, die Lüge des Heuchlers steht im Widerspruch zur Überzeugung, aber nicht im Widerspruch zur Realität. Er sagt etwas, was wirklich so ist, aber er glaubt nicht wirklich daran. Versteht ihr? Das ist der Unterschied zwischen dem Schmeichler und dem Heuchler. Der Schmeichler, er lügt einfach. Er sagt etwas, was gar nicht stimmt. Aber der Heuchler, er sagt etwas, was stimmt, aber er ist nicht wirklich überzeugt davon. Er glaubt gar nicht daran. Wie heute, ja, wie ich gesagt habe, heute diese Gelehrte und diese Leute, die predigen und die halt Lügen erzählen über die Herrscher und über diese ganzen Themen, die jetzt aufkommen, ja. Und genauso das Problem jetzt mit Israel und so. Und dann gibt es Leute, die sagen, die Juden und Christen sind unsere Brüder. Und es ist gar kein Problem, dass die muslimischen Länder ihre Beziehungen normalisieren mit Israel und so weiter und so fort. Und das sind dann Leute, die wirklich Wissen haben und sie lügen. Sie lügen. Aber hier, sie lügen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber heucheln sie auch. Sie sprechen Dinge, die wirklich wahr sind, aber sie vermischen diese Wahrheit mit Lüge und verdrehen die Dinge. Ja? Wie bei Beno Israel, wie Allah gesagt hat. Ja? Er sagte, dass sie die Wahrheit als Falschheit erklären. Dass sie die Wahrheit mit der Falschheit vermischen, sodass du gar nicht mehr den Überblick findest. Was sagt er weiter? Die Lüge des Unvernünftigen. Sie steht im Widerspruch zur Realität, stimmt aber mit der eigenen Überzeugung überein. Wie bei jemandem, der von der Rechtschaffenheit eines Sufis und Ketzers überzeugt ist und ihn einen Heiligen nennt. Ja. Das ist die Lüge des Mubtadi. Also wir haben die Lüge des Schmeichlers, die Lüge des Heuchlers und die Lüge des Erneuerer. Ja? Er spricht etwas, was im Widerspruch zur Realität steht, aber es entspricht seiner eigenen Überzeugung, seinen eigenen Neigungen. Wie zum Beispiel, indem er eine Gruppe als rechtschaffen sieht, ja, und indem er Sachen erklärt, also als erlaubt erklärt, die nicht erlaubt sind, oder Dinge als verboten erklärt, die nicht verboten sind und so weiter. Was sagt er weiter? Halte dich an die Ernsthaftigkeit, Wahrhaftigkeit. Du sollst weder auf die Wurzel der Zunge drücken, noch deine Lippen zusammenziehen oder deinen Mund zum Sprechen öffnen, außer um deine aufrichtigen inneren Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wie Liebe und Hass oder deine äußeren Empfindungen,
die durch die fünf Sinne wahrnehmbar sind. Hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Das ist sehr wichtig. Weil wir haben leider unter uns viele Geschwister, die das gar nicht verstanden haben. Und hier haben wir zwei Extreme und eine Mitte. Das eine Extrem sind Leute, die sagen, ich bin offen und ich bin direkt. Und diese Leute sprechen dann mit ihren Geschwistern, sprechen sie an auf bestimmte Sachen, aber sie machen es ohne Adab, ohne Benehmen, ohne Barmherzigkeit, ohne Liebe, ohne Mitgefühl. Das ist genauso falsch. Ja, und das ist vor allen Dingen hier bei uns in Deutschland so, weil wir das gelernt haben hier. Dass man, wenn man direkt ist, dass das etwas ist, was gut ist. Ja, ich bin halt so, ich bin direkt, ich bin offen. Nein, du sollst direkt und offen sein, ja, aber dabei darfst du nicht das Benehmen verlieren. Und die Barmherzigkeit deinem Bruder gegenüber oder deiner Schwester gegenüber. Ja, und du musst auf jeden Fall auch die Situation abwägen, wann du etwas sagst und wie du etwas sagst. Und das alles musst du berücksichtigen. Du kannst nicht sagen, ich bin direkt und dann erzählst du dem Bruder irgendwas. Das darf nicht sein. Weil du darfst die Gefühle deines Bruders nicht verletzen. Natürlich, die Wahrheit ist bitter. Klar. Aber versuche mit allen Mitteln die Wahrheit auf vernünftige Art und Weise zu vermitteln. Dann haben wir das andere Extrem. Und zwar Leute, die schmeicheln und lügen und etwas vorheucheln und ah, Sheikh und ah, Ustad und ah, ich liebe dich für Allah und so weiter. Und dann, wenn die beide sich trennen, ja, spricht er über ihn schlecht und lügt über ihn und lästert über ihn und. A'udhu billah. Deswegen, wenn du etwas hast, dann sprich darüber auf vernünftige Art und Weise. Lieber ist es so, dass du deine Wut gegenüber deinem Bruder zeigst, anstatt du ihm etwas vorheuchelst und sich in deinem Herzen etwas bildet, namens Hass, namens Neid, namens Groll. Weil das ist viel schlimmer, als wenn du kurz deine Wut offen zeigst. Aber passiert, wir sind Menschen. Manchmal flippt man aus sozusagen, ne? Manchmal ist man wütend, dann sagt man was, okay, das ist menschlich. Passiert mal. Aber was nicht passieren darf, ist, dass man den Medien etwas vorheuchelt und vorgaukelt und so tut, als ob, und im Herzen trägt man was anderes, Audubillah. Und die Mitte ist, dass man offen und ehrlich ist und dass man, wie der Sheikh gesagt hat, dass man seine Gefühle wie Liebe und Hass auf vernünftige Art und Weise offenlegt und nicht versteckt. Was sagt er weiter? Denn ein Wahrhaftiger sagt nicht, ich liebe dich, obwohl er dich hasst. Und er sagt nicht, ich habe gehört, obwohl er es nicht gehört hat. Und so weiter. Ha. Ein Wahrhaftiger sagt nicht, ich liebe dich für Allah, um dann später über dich Lügen zu erzählen, um später über dich zu lästern, um dich später im Stich zu lassen, um dich später zu verraten, um dich später zu verleugnen und zu verleumden. Das macht er nicht. Ein Wahrhaftiger sagt dir, ich liebe dich für Allah, und er weiß, was er damit meint. Und wenn er dich nicht für Allah liebt, kann er sein, dann sagt er es nicht. So ist ein Wahrhaftiger. Genauso, wenn er etwas nicht gehört hat, dann sagt er nicht, ich habe gehört, weil er ist wahrhaftig. Er sagt, ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht mit meinen eigenen Augen gesehen. Und heute, wal'iyadu billah, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, werden so viele Lügen erzählt über Prediger, über Geschwister. Und dann fragst du die Person, hast du das selber gehört? Nein, das wurde mir erzählt von einer Schwester. Das wurde mir von einer Schwester geschickt, die das von einer Schwester geschickt bekommen hat. Wal'iyadu billah. Schlimm sowas. Sagst du, Bruder, du hast das doch selber nicht gesehen. Wie kannst du das sagen? Ja, aber ich habe es gehört. Ein Bruder hat mir das erzählt. Das wurde so weitergegeben. Das wurde so erzählt. A'udhu billah. Deswegen, wenn du nichts gehört hast, dann sage nicht, ich habe gehört. Wenn du nichts mit eigenen Augen gesehen hast, dann sage nicht, ich habe gesehen. Das gehört zur Wahrhaftigkeit. Was sagt er weiter?
Hüte dich davor, dass dich Vermutungen umschwirren, sodass die Entschlossenheit zum Sprechen von Wahrhaftigen bei dir ausbleibt und du ins Verzeichnis der Lügner eingetragen wirst. Sehr gefährlich, wenn du auf einmal von irgendwelchen Vermutungen, von irgendwelchen Halbwahrheiten gepackt wirst. Das ist gefährlich, weil es dich dazu führt, die Wahrheit irgendwann mal nicht mehr zu vertreten und nicht mehr zu sagen. Und du dann irgendwann mal ein Lügner wirst. Sagt er weiter? Der sichere Weg zur Wahrhaftigkeit ist, wenn dich deine Seele zu unwahrer Rede animiert, dass du sie bezwingst, indem du sie an den hohen Rang der Wahrhaftigkeit und die Verwerflichkeit und Niedrigkeit der Lüge erinnerst und daran, dass der Lügner bald entlarvt werden wird. Suche Hilfe bei Allah und sei nicht straflos. Lügen haben kurze Beine, deswegen der Lügner wird irgendwann mal bloßgestellt. Egal, ob er ein Gelehrter ist, ein Prediger ist, ein Schüler des Wissens ist oder wie auch immer. Wenn er lügt und lügt, und wir reden davon, dass man immer wieder lügt. Weil, klar, manchmal passiert es halt, dass man vielleicht eine Lüge sagt. Und es gibt ja auch Arten der Lüge, die erlaubt sind. Wie zum Beispiel zwischen den Ehepartnern oder wenn man zwischen Muslimen schlichten will und so weiter. Aber wir reden hier von der großen Lüge und der ständigen Lüge. Und vor allen Dingen, wir reden hier über die Lüge in Bezug auf das Wissen und die Religion, dass jemand über Allah lügt, über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lügt. Deswegen diese Gelehrten jetzt, die über den Islam lügen, Allah hat sie bloßgestellt jetzt. Also in der deutschsprachigen Community ist das vielleicht nicht so sehr bekannt, aber in der arabischen ist es bekannt. Also diese Gelehrten, die halt über Allah lügen, über den Islam lügen, Allah hat sie bloßgestellt. Und jeder weiß über sie Bescheid. Was sagt er weiter? Und verlege dich nicht auf Ausreden, die nicht zur Scharia gehören. O du Schüler, hüte dich davor, von der Wahrhaftigkeit zu den Ausreden und dann zu den Lügen abzuweichen. Also, seht ihr? Er sagt, wenn du die Wahrhaftigkeit unterlässt, dann fängst du mit Ausreden an. Und wenn du mit Ausreden anfängst, dann wirst du irgendwann mal anfangen zu lügen. Das ist die Reihenfolge. Das schlechteste Ziel dieser Abweichung, nämlich das Lügen beim Lernen, ist jene Krankheit, die mit dem Wetteifern mit den Kameraden und dem Erlangen von breitem Ruhm zusammenhängt. Und wer einen Ruf anstrebt, der seinen Rang übertrifft, soll wissen, dass es Männer gibt, die ihn mit scharfen Einblicken und kritischen Stiften beobachten und den Ruf im Vergleich zur Wirkung beurteilen. Und deine Blamage wird in dreierlei Sinn vollendet. Also wer einen Ruf anstrebt, wer berühmt werden will, bekannt werden will, er soll wissen, dass er von Menschen im Blick genommen wird und dass er irgendwann mal beleidigt wird und diffamiert wird und so, und über ihn Lügen erzählt werden und so weiter. Was sagt er weiter? Erstens, Herzen verlieren das Vertrauen in dich. Also wenn du nur nach dem Ruhm schaust, nur bekannt werden willst. Es geht sich nicht darum, den Menschen den Islam beizubringen, den Islam zu verteidigen mit der Zunge, Allahs Wort als Höchstes zu stellen und den Islam zu verbreiten, um Belohnung zu bekommen und Rangstufen zu bekommen und. Dann wisse, dass du von Leuten verfolgt wirst, die dich fertig machen wollen. Genauso bei den Stars und den Berühmten. Ja? Sie haben so viele Neider und so viele Leute, die nach ihnen trachten. Und so wird dann fast jede Woche über sie in den Schlagzeilen berichtet. Er hat eine Freundin, er hat keine Freundin, er hat sich scheiden lassen, er hat sich nicht scheiden lassen. Er ist seiner Frau fremdgegangen und so. Lügen werden erzählt über sie. Warum? Weil sie genau das haben wollen. Sie wollen den Ruhm und bekannt werden, aber dafür gibt es einen Preis. Und das ist genau das. Aber wenn das passiert, dass die Leute dich dann aufgrund deines Rufes und aufgrund deinem Ruhm attackieren und diffamieren, dann passiert das Erste, Herzen verlieren das Vertrauen in dich. Die Leute werden dich irgendwann mal abstoßen. Warum? Weil du nur berühmt werden wolltest, nur bekannt werden wolltest. Heute in Deutschland, so ganz viele Prediger,
gibt es heute nicht mehr. Man fragt ja, was ist mit dem Prediger, gibt es den noch? Gibt es nicht mehr, die machen nichts mehr. Warum? Allahu alam. Kann sein, dass der eine oder andere vielleicht nur den Ruhm haben wollte. Deswegen, die Herzen haben sie vergessen. Das ist die zweite Sache. Dein Wissen verschwindet und die Sympathie zu dir lässt nach. Genau so, das Wissen wird irgendwann mal weggehen. Und die Leute werden ihn vergessen. Auch wenn er gepredigt hat und gemacht hat und Wissen verbreitet hat. Seine Nia, seine Absicht war nicht rein. Und deswegen, Allah entnimmt ihm das Wissen und lässt die Menschen ihn vergessen. Sagt er weiter? Dir wird nicht geglaubt, und auch wenn du die Wahrheit sagst. Das heißt, auch wenn dieserjenige dann kommt und sagt, hey Leute, ich fange wieder an und ich mache wieder, dann nimmt ihn keiner ernst. Warum? Weil er einfach nur Ruhm haben wollte und berühmt sein wollte und Likes haben wollte und Abonnenten haben wollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deswegen, die Mitte ist immer wichtig. Natürlich, es gibt Prediger und Gelehrte auch, klar. Und Leute, die in der Dauer aktiv sind und die halt auf Ruhm setzen, auf Bekanntheit setzen. Ja, und dann siehst du, wie dieser Prediger oder dieser Gelehrte oder dieser Mensch, ja, über bestimmte Sachen nicht redet und versucht, sich anzupassen und hier, und vielleicht ändert er seine Frisur, vielleicht ändert er seine Kleidung, vielleicht ändert er seine Art zu reden, nur damit er die Leute erreicht. Und nur damit er bekannter wird. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist wiederum derjenige, der sich gar nicht seiner Zeit anpassen will. Sagt, nö, ist mir egal. Entweder kommen die Leute oder sie kommen nicht. Das geht auch nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Wir haben keinen Gesandten zu einem Volk entsandt, außer mit der Zunge seines Volkes. Daraus entnehmen die Gelehrten, dass der Da'iya, der Prediger, sich seiner Zeit anpassen muss und seinen Leuten anpassen muss. Aber aufgepasst, nicht auf Kosten der Religion und auf Kosten der Absicht, der reinen Absicht. Nein, aber er soll sich schon anpassen. Zum Beispiel, wenn du als Prediger hier in Deutschland, sage ich mal, mit so einer Kutte rumläufst, mit so großen, langen Gewand und so weiter, die Leute werden dich nicht ernst nehmen. Die Leute werden eher denken, das ist mein Opa, der gerade vor mir sitzt. Ja? Versteht ihr? Deswegen sollst du dich als Prediger oder als Rufer anpassen, indem du dich islamisch kleidest, aber der Zeit und der Gegebenheit entsprechend kleidest. Steht dir? Genauso die Art, wie du redest und die Wörter, die du benutzt. Du sollst jetzt nicht wie diejenigen reden, die auf der Straße sind, wie manche Prediger das machen. Ihr redet wie die Jungen aus der Straße. Subhanallah. Kein Unterschied. Er benutzt jetzt keine Fäkalsprache, aber er redet diese Art, und das ist falsch. Weil damit bringst du dein Niveau runter. Nein, dein Niveau soll oben bleiben, aber du kannst mehr oder weniger deine Art anpassen. Yani, anstatt ich jetzt hier sitze und sage, liebe Geschwister im Glauben, ich bitte euch, mir aufmerksam zuzuhören, und ich möchte euch heute mitteilen, steht ja, wenn jemand so redet und so auf alles achtet und so, dann ist klar, dann hört dir keiner zu. Deswegen solltest du schon etwas lockerer reden, dementsprechend, weil zum Beispiel ein Prediger, der unter Muslimen spricht, ist nicht wie derjenige, der unter Nicht-Muslimen spricht. Muss die Art ändern. Du kannst nicht die ganze Zeit sagen, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Dann denken die, was erzählt der da? Steht dir? Deswegen, die Mitte ist, dass du dich anpasst, aber nicht auf Kosten der Religion, sondern während du die Religion aufrecht erhältst und das Wort Allah aufrecht erhältst. Was sagt er kurzum? Wer nach funkelnden Worten strebt, ist ein Bruder des Zauberers. Und der Zauberer hat keinen Erfolg, wo auch immer er hingeht. Deswegen, jemand, der nach Ruhm strebt und auch in Instagram und Facebook und YouTube, gibt es viele Geschwister, die, mashallah, aktiv sind, was auch sehr gut ist. Mashallah.
Aber dann siehst du, wie viele Geschwister, die jetzt keine Prediger sind, aber sie sind aktiv. Wie sie nur danach streben, Abonnenten zu bekommen, wie sie nur danach streben. Ja, und dann siehst du, wie sie ihre Bilder demnach bearbeiten und so weiter. Ja, nicht subhanallah. Leute, seid aktiv, aber habt Niveau. Begebt euch nicht unter dem Niveau. Okay, so Zitate sind schön, aber nicht nur. Bringt den Leuten ein bisschen Koran bei. Yani, poste auch mal ein Vers aus dem Koran, poste mal ein Hadith, poste mal eine Aussage eines Gelehrten. Yani, schämt man sich, den Koran-Verse zu posten, anstatt die ganze Zeit immer nur so Sprüche. Ja? Allah ist mit dir, hab keine Sorge. Und dann bekommt man, was weiß ich, 500 Likes. Und dann sieht man, aha, das funktioniert. Ja, ich poste nur noch sowas. Nein. Kannst du was posten, gar kein Problem. Aber vergiss nicht, dein Niveau muss aufrecht bleiben. Du musst den Leuten aus dem Koran zitieren. Du musst den Leuten aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zitieren. Du musst den Leuten auch sagen, das ist haram. Das ist auch so ein Thema. Heute darfst du nicht sagen, das und das ist haram. Als Instagram, wie sagt man, Instagrammer, ja? Influencer, Prediger, Schreiber, Blogger. Darfst du nicht? Darfst du nicht? Warum nicht? Weil es nicht gut ankommt. Ah, weil es nicht gut ankommt. Du hörst nichts über Strafen in der Hölle, Strafen im Grab, gar nichts. Nur Barmherzigkeit, Liebe, Allah liebt dich, Allah. Sind wir Christen geworden? Wo es nur um Liebe geht? Und deswegen, diese Geschwister, die aktiv sind, sie sollten nochmal nachdenken über ihr Handeln und über die Dauer, wie die Dauer überhaupt funktioniert. Deswegen, wer nach prunkenden Worten strebt, ist ein Bruder des Zauberers. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Und der Zauberer hat keinen Erfolg, wo auch immer er hingeht. Vielleicht kann es sein, dass diese Leute Klicks bekommen, Abonnenten bekommen, Reichweite bekommen. Aber die Frage ist, wie lange? Wenn einmal der Windstoß kommt, dann siehst du, wie sie alle fallen. Wenn einmal die Polizei an der Tür klingelt, wenn einmal der Staatsschutz vorbeikommt, was passieren kann, wenn du als Muslim aktiv bist? Das ist Realität hier in Deutschland, ja? Wir leben in Deutschland in einem Überwachungsstaat, ja? Sobald sowas passiert, siehst du, wie der Bruder sich zurückzieht und ich ziehe mich erstmal zurück, sein Account ist auf einmal off und dies und das und Allah al-Musta'an. Deswegen, solche Leute werden niemals auf Dauer Erfolg haben. Was sagt er weiter? 34. Der Schild des Wissenssuchenden. Der Schild des Schülers ist, ich weiß es nicht. Die Zurückweisung dessen und seine Worte, es wird gesagt, ruinieren seinen Schutz. In diesem Sinne, wenn die Hälfte des Wissens, ich weiß es nicht, ist, so ist die Hälfte der Unwissenheit, es wird gesagt und ich glaube. Habt ihr gehört? Habt ihr alle gehört? Ha? Mustafa, hast du gehört? Sehr wichtig, ha? Das Schild eines Muslim und der Schutz eines Muslim ist, dass er, wenn er nicht weiß, sagt, ich weiß es nicht. Dann das ist die Hälfte der Religion. Die Hälfte des Wissens. Wenn er sagt, ich weiß es nicht. Wenn er wirklich nicht weiß. Anstatt zu sagen, ich habe mal gehört oder ich glaube oder ich habe mal gelesen, das ist nicht erlaubt. Es ist verboten, sowas zu sagen. Meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach. Oh, das Schlimmste überhaupt. Meiner Meinung nach ist es so und so. Deine Meinung ist gegenüber der Scharia, gegenüber dem Islam, gegenüber dem Wissen, Luft. Luft. Deine Meinung zählt im Islam nicht. Natürlich kannst du dir Gedanken machen über den Koran und die Sunna und Gedanken machen über die Scharia und deinen Gedanken äußern. Das ist kein Problem. Aber zu sagen, meiner Meinung nach ist es so und so und meiner Meinung nach sollte das so und so sein, ist verboten und ist wertlos im Islam. Er sagt in diesem Sinne, wenn die Hälfte des Wissens, ich weiß es nicht, ist, zu sagen, ich weiß es nicht,
Du wirst gefragt, ich weiß es nicht. Und warum schämen wir uns? Große Gelehrte sagen, ich weiß es nicht. Sag Allah an, weiß ich. Viele unserer Schuyuch, wenn wir Fragen antworten, unter den Schülern, mit dem Sheikh, dann sagt er, ich weiß es nicht. Allah an. Das ist ein Gelehrter, der das sagt. Dann kommst du zu einem kleinen, nicht mal Schüler des Wissens, irgendjemand, der im Facebook aktiv ist oder anstatt der sagt, ich weiß es nicht, schämt er sich. Er schämt sich zu sagen, ich weiß es nicht, weil es dann heißt, er hat kein Wissen. Subhanallah. Er sagt, wenn die Hälfte des Wissens, ich weiß es nicht, ist, so ist die Hälfte der Unwissenheit, es wird gesagt und ich glaube. Das ist die Hälfte der Unwissenheit, wenn man sagt, ich glaube, es ist so und so und ich habe gehört, es ist so und so und meine Meinung nach so und so. Das ist die Hälfte der Unwissenheit. Deswegen, jemand, der sowas macht, ist ein Unwissender. Er hat kein Wissen über die Religion. Wenn er sagt, ich glaube oder ich denke oder... Wie gesagt, wir reden nicht darüber, dass jemand seine Gedanken äußert. Ja, kann sein, dass jemand sagt, Bruder, ich wollte dir etwas sagen. Ich habe mir etwas Gedanken gemacht über den und den Vers und er will dir seine Gedanken erwähnen und sagen, damit du als Wissender, also du bist wissender als er, damit du diese Aussage oder diesen Gedanken bewertest. Oder vielleicht sagt er dir diesen Gedanken, damit du jemanden fragst, der Wissen hat und so weiter. Das ist kein Problem. Aber zu sagen, ich glaube, das ist so und so und ich habe mal gehört, das ist so und so, das ist nicht erlaubt. Was sagt er weiter? 35. Auf dein Kapital, nämlich deine Lebenszeit, achten. Die Zeit ist Zeit zum Lernen. So sei ein Verbündeter des Handelns und nicht ein Verbündeter der Untätigkeit und des Übermutes. Und bleibe der Tätigkeit verhaftet, nicht der Faulheit und der nächtlichen Unterhaltung. Denn der sorgfältige Umgang mit der Zeit, mit Ernsthaftigkeit und Fleiß, indem man sich an das Studium hält, die Gelehrten begleitet, sich mit dem Wissen beschäftigt, sowohl indem man lernt, als auch lehrt, die Lektüre, das Nachdenken, das Auswendiglernen und die Recherche, besonders in der Jugendzeit, in den besten Jahren und in der Quelle der Vitalität, so nutze diese wertvolle Gelegenheit, damit du hohe Grade an Wissen erlangst. Er sagt hier auf Arabisch, Al-Muhafazatu ala Ra'si Malik. Das heißt, die Zeit ist dein Kapital, ist dein Konto, ist das Größte, was du überhaupt besitzt. Ra'su al-Mal, das Kapital. Vergiss mal dein Geld auf deinem Konto, vergiss mal deine Arbeit, vergiss alles, deine Küche, dein Auto, dein Haus, deine Wohnung, dein Fernseher, dein PC, dein Rechner, dein Laptop, vergiss das alles. Das Wertvollste, was du besitzt nach dem Iman, ist deine Zeit. Deswegen musst du deine Zeit vernünftig benutzen. Wie dein Kapital. Du wirst ja auch nicht jetzt hingehen und dein Konto leeren und das ganze Geld wegschmeißen, oder? Genauso deine Zeit darfst du nicht einfach so wegschmeißen. Du musst deine Zeit vernünftig benutzen. Deswegen sei kein Verbündeter der Untätigkeit, dass du nichts machst, dass du einfach faul irgendwo sitzt. Sei aber auch nicht jemand, der übermütig ist, der schnell was machen will und viel und da und dann irgendwann mal gibt er auf. Das ist auch falsch. Bleib der Tätigkeit verhaftet. Das heißt, sei jemand, der Ausdauer hat, jemand, der Geduld hat. Nicht nur im Erlangen des Wissens, auch im Praktizieren der Religion. Weil wie gesagt, diese Dinge, die wir hier lernen, können wir auch genauso auf die Religion beziehen. Und dann sagt er weiter. Denn sie, die Jugendzeit, ist die Zeit der Sammlung des Herzens und der Versammlung der Gedanken. Genau, deswegen die Jugendzeit ist die wichtigste Zeit überhaupt. Und es ist eine Zeit, wonach uns Allah fragen wird. Nicht wie viele Jugendliche sagen, ich bin noch jung, ja, ich mach mal und wenn ich älter werde, dann mache ich die Hajj und dann ist alles gut. Nein, du wirst für diese Zeit gefragt, für deine Jugendzeit. Und diese Jugendzeit ist so wichtig, weil sie
die Zeit der Sammlung des Herzens und der Versammlung der Gedanken ist. Das heißt, eine Zeit, wo dein Herz offen ist und aufnehmen kann. Und wo dein Verstand auch offen ist und aufnehmen kann. Das sehen wir bei den älteren Brüdern in dem Masjid oder anderswo. Du versuchst ihnen was beizubringen, du versuchst mit ihnen zu reden und keine Chance. Warum? Weil ihre Herzen zu sind. Nicht zu, dass sie hart sind oder dass ihre Herzen verloren sind. Nein, aber er kann nicht aufnehmen. Egal, was du ihm sagst, guck mal, das Haram, das Halal, das Sunnah, das Bid'ah, er kann das nicht mehr aufnehmen, weil er zu alt ist. Aber der Jugendliche, er kann aufnehmen. Wenn du ihm sagst, guck mal, das ist Haram, er merkt sich das, das ist Haram. Das ist Sunnah, das ist Bid'ah, das ist so und das ist so. Er nimmt das auf und es bleibt auch bei ihm. Was sagt er weiter? Weil es wenig Angelegenheiten gibt, die einen beschäftigen und von den Verpflichtungen des Lebens und von der Leitung abhalten. Sowie wegen der geringen Verantwortung gegenüber der Familie. Genau, jemand, der nicht verheiratet ist, ein Jugendlicher. Er hat Zeit ohne Ende. Das ist ein Schatz, den er hat. Da gibt es andere, die verheiratet sind und Kinder haben. Wallahi, sie würden sich deine Zeit wünschen. Genauso Frauen, Schwestern. Die Frau ist nicht verheiratet, hat keine Kinder. Wallahi, die Schwester, die 2, 3 Kinder hat, 4, 5 Kinder hat, sie würde sich deine Zeit wünschen, damit sie lernen kann und damit sie die Religion verbreiten kann. Es kann sie nicht. Das heißt nicht, dass sie schlechter ist. Es kann sein, dass sie besser ist. Bei Allah. Ja, indem sie sich um den Haushalt kümmert, um die Kinder kümmert und so weiter. Das ist eine der größten Aufgaben überhaupt. Eine Mutter, eine Ehefrau, das ist der beste Job überhaupt, wie ich immer sage. Der beste Job. Viele Schwestern sagen, ich möchte noch arbeiten, ich möchte. Der beste Job ist der Job als Hausfrau und der Job als Mutter. Wallahi, die Mütter und die Hausfrau müssen eigentlich Geld bekommen. Das ist wie eine Arbeit. Aber diese Arbeit hört nicht nach 8 Stunden auf, nach 9 Stunden auf und du hast Samstag, Sonntag frei oder zumindest Sonntag oder du hast auch mal Urlaub und so. Gibt es nicht. Kein Urlaub, kein frei. 24 Stunden. Aber dafür ist die Belohnung bei Allah auch gewaltig. Diese Frauen, die Mütter sind, rechtschaffene Mütter, Ehefrauen sind, rechtschaffene Ehefrauen, Allah belohnt sie mit dem Paradies. Und Allah segnet sie und beschützt sie und gibt ihnen Ehre. Und dann, wenn die Kinder irgendwann mal älter sind, ehren sie diese Frau als Mutter. Und lieben diese Frauen, zeigen ihr Liebe und Zuneigung. Als Belohnung dafür, dass sie Geduld hat und dass sie diese Kinder erzogen hat. Deswegen, wenn du auch die Verheirateten, es gibt verheiratete Geschwister, die noch keine Kinder haben oder ein Kind haben oder 2 Kinder haben, nutzt eure Zeit. Nutzt eure Zeit. Lernt. Weil wenn die Kinder da sind und so weiter, dann kann man nicht mehr zusammen lernen oder zusammen einen Vortrag besuchen oder geht nicht mehr. Mit den Kindern, die Kinder sind dann, ich will nicht sagen eine Last, aber die Kinder machen das nicht so leicht. Natürlich gibt es auch andere Formen und andere Wege, wie man Wissen aneignen kann, aber nicht mehr so wie, also wenn man keine Kinder hat oder wenn man, versteht mich nicht falsch, ja, nee, es gibt auch Geschwister, die trotz Kinder lernen und sogar den Koran auswendig lernen und im hohen Alter, aber das sind die Ausnahmen. Die Regel ist, dass man, wenn man umso mehr beschäftigt ist, umso mehr weniger die Zeit hat und die Möglichkeit hat zu lernen. Taib, was sagt er weiter? Hüte dich davor, Dinge aufzuschieben. Schiebe nichts auf, indem du sagst, wenn ich damit fertig bin und wenn ich den Ruhestand erreicht habe und so weiter. Sondern beeile dich, bevor sich über dich das Wort von Abu Tahran el-Kaini bewahrheitet. Ja. Der Lauf der Zeit hat mich so gebogen. Als ob ich ein Gieriger wäre, der sich der Beute nähert. Langsamen Schrittes, sodass jeder, der mich sah, obschon ich nicht mit einer Kette gefesselt bin, mich für einen Gefesselten hält. Warte, ganz kurz. Das Wort Tahan al-Qaini. Er sagte, der Lauf der Zeit hat mich so gebogen. Ja? Das heißt, die Zeit hat ihn schwach gemacht, weil er älter geworden ist. Er redet darüber, dass er ein Scheich geworden ist, ein alter Mann. Ja?
Er sagte, hanatni haniyatu dahri hatta ka'anni khatilun adnasu li saidi. Als ob ich ein Gieriger wäre, der sich der Beute nähert. Also er will seine Zeit vernünftig benutzen, aber er kann nicht. Ja? Und dann beschreibt er sich. Er sagt, qasirul khatwi yahsibu man ra'ani. Also wenn mich jemand sieht, dann sieht er, wie ich langsam der Beute hinterhergehe. Das heißt, er will die Zeit aufholen, aber kann er nicht, weil er alt geworden ist, schwach geworden ist. Subhanallah. Das ist ein Gedicht, ja? Okay, was hast du noch gelesen? Mit einer Kette hast du das gelesen? Ja. Mit einer Kette gefesselt bin, mich für einen Gefesselten hält. Das heißt, jemand, der ihn sieht, denkt, dass er jemand ist, der gefesselt ist. Und wirklich ist er gefesselt. Kinder, Arbeit, Alter, dies, das. Ja, das sind Ketten, die sich bilden. Und dann kann er sich nicht weiter bewegen. Deswegen nutzt eure Zeit, solange ihr diese Zeit habt. Möge Allah unsere Zeit segnen. Taib, was sagt er weiter? Und Usama ibn Munqid sagte: Usama ibn Munqid. In meinen 80ern wütet die Schwäche in meinem Körper. Und mich bekümmert die Schwäche meiner Beine und die Unruhe meiner Hände. Wenn ich schreibe, so ist meine Handschrift krakelig. Wie die verwackelte Schrift jenes, dessen Hände zittern. Subhanallah. Also ihr wisst ja, die Alten und Schwachen, ja, manchmal zittern sie, manchmal... Er beschreibt sich als alten Mann. In meinen 80ern wütet die Schwäche in meinem Körper. Du bist schwach, du bist alt, gebrechlich. Und mich bekümmert die Schwäche meiner Beine und die Unruhe meiner Hände. Das heißt, er zittert. Wenn ich schreibe, ist meine Handschrift krakelig. Das heißt, schreibt, aber die Handschrift ist nicht mehr, wie sie war. Wie die verwackelte Schrift jenes, dessen Hände zittern. Weil seine Hände zittern wirklich. Weil er schwach geworden ist. Was sagt er weiter? Ich staune über die Schwäche meiner Hände beim Ergreifen des Stiftes. Subhanallah. Nachdem sie doch den Speer in die Kehle des Löwen gestoßen haben. So sagt dem, der sich ein langes Leben wünscht, das sind die Folgen eines langen Lebens und einer langen Frist. Subhanallah. Denn wenn du dich beeilst, so ist dies Zeuge dessen, dass du dem Wissen große Wichtigkeit beimisst. Schrift. Subhanallah. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Beeilt euch bei den guten Dingen. Sagt ihr niemals, ich habe morgen noch Zeit und ich guck mal und ich mach mal. Beeil dich. Denn das hier, was er gerade beschrieben hat, ist unsere Realität, wenn wir nicht vorher gestorben sind. Irgendwann mal wirst du alt werden und schwach werden. Das ist Realität, das ist unser Weg. So, wir bewegen uns auf diese Zeit. Und die Brüder und Schwestern, die Kinder haben, ihr müsst wissen, wie ein Sheikh gesagt hat, dass eure Kinder ein Beweis dafür sind, dass ihr diese Erde verlassen werdet. Umso älter eure Kinder werden, umso mehr ist das ein Anzeichen dafür, dass ihr diese Welt verlassen werdet. Weil die Kinder sind wie eine Ablöse. Deine Kinder lösen dich ab. Deine Kinder lösen dich ab. Du stirbst und deine Kinder bleiben. So, das ist die Realität. Natürlich gibt es auch Kinder, die vorher sterben, aber die Regel ist, dass die Eltern vorher sterben. Und deswegen nutzt eure Zeit aus, liebe Geschwister. Im Erlangen von Wissen, im Praktizieren der Religion, im Unterlassen der Sünden und im Streben nach dem Wohlgefallen Allahs. Subhanahu wa ta'ala. Taib. Genau. Wir bleiben hier stehen, inshallah, damit wir dann beim nächsten Unterricht den nächsten Punkt erwähnen, ja? Erholung der Seele. Da ich so sage, komm, lau,